das natürlich richtig. Ich wollte noch ein wenig Supplies mitnehmen. Wobei man sagen könnte, ne, das passt, glaube ich, ganz gut, wenn wir die Dinger hier zusammentackern. Ja, dann sind die beisammen. So. Gut. Wie viele Leute sollen da permanent bleiben? Also für den Anfang würde ich jetzt erstmal Messungen mit 4 Leuten machen, weil das ist die Anforderung der Mission. Langfristig können wir da ruhig ein paar mehr draufpacken, aber dafür, wie gesagt, würde ich noch ein bisschen weiter planen wollen. So, ich überlege gerade, wenn wir da das haben, dann könnte man doch hier. Noch einen Reaktor draufsetzen, falls ich den skalieren kann. Das wäre noch ganz cool, wenn ich den skalieren könnte. Natürlich nicht. Payload. Sagt, man baut ihn da rein. Und baut ihm diesmal aber ordentliches Cooling an, weil das hat beim letzten Mal nur so mittelgut funktioniert. Der Reaktor ermutigt, wenn die Scheiße explodiert. Ja. Wir können ja da durchaus Platz lassen, um weitere Sachen anzubauen. Kurz gucken, dass wir die Paneele auf eine Größe bringen. So müssten die gut passen. So, und dann können wir hier einfach sagen, wir machen da noch einen Construction Port drauf. Dann haben wir einen Abschluss. Oh, wartet mal. Was zum Festhalten? Nicht plötzlich liederlich werden. Und dann machen wir da hinten auch wieder einen Construction Port drauf, den wir offen lassen. Was? Autocooling? Ich hatte doch Auto abgeschaltet, oder? Automated off. Genau. Weil sonst gehen die natürlich an, während die da drin sind. Das wäre nicht so gut. So. Genau, das ist abgeschaltet. So, das da unten lasse ich jetzt tatsächlich mal frei. Einfach mit der Überlegung, dass wir hier noch irgendwas anbauen können, was uns später einfällt. Oder da wird es sicherlich mal Erweiterungsverträge geben. Und dann könnte man ja auch gucken, wenn man hier noch ein Modul anbaut, kann man ja dann nochmal ein weiteres Docking-Modul mitbringen, was dann wiederum Ausleger in die anderen Richtungen erlaubt und so weiter und so fort. Im Moment ist ganz vorne ein Probe Core. Ja, da könnte man tatsächlich noch überlegen, ob man hier hinten noch irgendwo aus Kontrollgründen ein Probe Core dazwischen dengelt. Aber ich würde fast sagen, wir machen das hier. Oh oh.
schieben uns das ein bisschen zurecht. Reaction Wheel ist schon dran. Falsche Stelle. So, dann guckt der weit genug raus, dass ich die Kontrolle übernehmen kann. Das ist der ganz neue Chor, genau. Der kann auch Manöver Prograde und alles solche Geschichten. Die Möglichkeit wäre dann nämlich zu sagen, wenn ich hier vorne den Prop Core habe, auch in dieser Ausrichtung, dass ich hier hinten auch ein Antriebsmodul mal andocken kann. Also ich will eh einen kleinen Space Tug dann noch bauen, der aus den einzelnen Raketen die Teile dann rausholt und zusammenbaut. Da habe ich nicht ganz zu Ende gedacht, weil hier ist dann natürlich keine Möglichkeit, sich anzudocken, außer ich baue dem Space Tug. Oh. Wie docken wir die Dinger an? Geht ja eigentlich fast nur über eine Kralle, ne? Nee, geht es nicht. Wir können aber Construction Ports draufsetzen, die wir später wegmachen. Ach shit, das geht nicht, ne? Weil die Dinger keine Kralle. Ja. Mist. Gucken. Wahrscheinlich werden wir das so gelöst bekommen. Auch nicht. Ach Gottchen. Ja, nee, mir geht es darum, dass ich das Ding ja hier auch irgendwie transportieren muss. Also im Sinne von andocken. Ja, so müsste es gehen. Okay, dann machen wir seitliches Andocken. Oh, bitte. Da ist doch. Ich sehe den Port. Es muss also da irgendwie rangehen. Ja, sehr schön. Okay. Zack. So. Dann docken wir nämlich das Modul hier an, den Schlepper. Können das dann erstmal quer vor uns herschieben. Und dann mit RCS-Düsen seitlich ransetzen. Das geht dann schon. Da muss ich den Schlepper nur entsprechend konzeptionieren. Und dann geht das. Und dann werden später die Docking-Ports einfach weggebaut. So, jetzt gucke ich mal, ob ich auch bei anderen Modulen noch ein gleiches Problem habe. Also, das hier wird unser Core-Modul. Das hat eh keine Probleme mit Andocken. Das hier wird das Erweiterungsmodul. Links, das hat auch. Die Dinger haben jetzt auch. Das Teil hat nicht. Ah, im Labor haben wir nochmal das gleiche Problem. Kann ich hier einen draufsetzen? Nö. Hier habe ich aber auch das Problem, dass ich seitlich nichts habe. Gleiches Problem in Grün. Gut, aber das. Sieht gut aus, dass wir uns da Abhilfe verschaffen können. So, was haben wir hier noch? Nicht viel Gewicht nach oben. Das heißt, wir können das relativ mittig machen. Schwupp. Und Construction. Zack. So. Hast du irgendwo sicheres Inventory? Ja, an den Dingern hier habe ich ganz viel Inventory. Also hier sind jeweils 3000 Liter an den Verbindungsknoten, in denen ich Sachen hinterlegen kann. Also das sollte kein Problem sein. Wir können sehr viel Kleinkram mitnehmen. So. Achso, das wollte ich ein bisschen verschieben, ja. Oh, ich sehe den Knoten gar nicht. Egal.
So, den schiebe ich jetzt ein ganz kleines bisschen rein, dass es nicht ganz so beschissen aussieht. Kann ich den Cubic Octagonal Strut irgendwie erwischen? Ja. Ja, sehr schön. So, ich hoffe, das reicht. Warum nehme ich nicht das neue Science Lab? Das neue Science Lab? Habe ich ein neues? Weil ich exakt das hier mitnehmen muss, glaube ich. Der Vertrag sagt, ich muss das hier nehmen. Aber habe ich ein neues? Wie heißt denn das? Das neue. Stimmt, da war irgendwas. Aber wo ist das mit dabei? Pioneer. Medical Bay. War das hier mit drin in dem Medical Bay? Ne. Wo war denn das? Schon irgendwo gab es ein neues. Science. Ich habe vergessen, wie es aussah. Wir werden es niemals wiederfinden. Muss ich noch erforschen? Na gut. Ah, irgendwas war, aber ich weiß es auch nicht mehr so genau. Okay, was hier jetzt? Select a part to place. Was? Nee, möchte ich nicht. So, das wäre doch jetzt eigentlich mal ein guter Zeitpunkt, um den ersten Test durchzuführen. Wir stehen jetzt bei 70 Parts, da ist echt noch Luft. Achso, bevor wir es später vergessen, wir brauchen auf jeden Fall Kommunikation. Und dafür werden wir uns diese 15er Relay auf jeden Fall mitnehmen. Und die muss auf jeden Fall ans Core-Modul ran. Und ich denke, wir werden dazu diesen Attachment-Bubble hier nehmen, um immer schön Funkkontakt nach Hause halten zu können. So, wie ist das? Kann man das so verantworten? Ich glaube schon, ne? Jo, ich glaube, damit kann man schon mal ganz gut arbeiten. Ich überlege gerade noch, ob es die Richtung ist, aber ich denke, wenn ein Raumschiff andockt, ist es auf jeden Fall von der Höhe her drunter. Das müsste eigentlich ganz gut klappen. Wie viel Reichweite hat das Teil da? 2 Giga? 15 Giga. Das ist auch eine Antennenfunktionalität. Okay, dann nehmen wir hier noch eine High Gain mit. Für später, die kann dann im Nahbereich relayen, glaube ich. Aber obwohl eigentlich ist egal, eine Relay-Antenne ist nicht limitiert auf Anzahl Verbindungen, oder? Die kann eigentlich tun lassen, was sie möchte. Ich glaube, wir sollten okay sein, wenn wir die hier einfach nehmen. So. RCS-Düsen, falls ich die Station mal bewegen will. Ja, es ist halt echt viel. Wie sieht denn später mein Schwerpunkt aus? Ja gut, wahrscheinlich nicht mehr ganz so, wenn ich. Aber ich glaube, RCS-Düsen werden uns bei 83 Tonnen. Ist nur so eine Vermutung, bei 83 Tonnen nicht so richtig weit bringen. Nicht so richtig weit. Das kann ich mir, glaube ich, sparen. Da macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn dann Space Tuck
das Ding bewegt. Okay, lasst uns einen Testlauf machen. Dafür muss ich diesem professionellen Gerät mal irgendwie Beine verpassen, damit wir es rausstellen können. Ich befürchte, ich werde das Größte nehmen müssen, was ich habe. Achso, wir könnten natürlich auch nochmal gucken, dass wir sagen, wir strutten den ganzen Mist. Jetzt erstmal. Zack. 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 Zack, so. Dann hält das hoffentlich erstmal. So. Hust, hust. Oh ja, Clamps ist natürlich schöne Idee. Oh, die Solarpaneele nach oben geht das schon. Clamps ist wahrscheinlich tatsächlich besser. Zack. Und was macht ihr so auf eurer Landebahn? Ach, wir testen da eine Raumstation, weil wegen ist so. So. Theoretisch müsste es das halten können. Theoretisch. Können wir gleich mal testen. So, wir nehmen jetzt mal vier Crew mit. Ja, das eine Solarpanel schaut nach unten, aber das müssen wir ja nicht ausfahren. Das können wir einfach drin lassen. Wir nehmen jetzt einfach mal vier Crewmember für einen Testlauf. Und hoffen das Beste. So, der ganze Spaß kostet jetzt 651.000. Heieiei. Oh, und ich kann das nicht rausstellen. Sehe ich gerade, weil zu groß und zu schwer und zu viele Teile. Da muss ich mal zwei Sachen updaten, glaube ich. Aber wir haben ja Kohle. Daran soll es nicht scheitern. Also, wir müssen den einmal auf mehr Parts upgraden. Zack. Und wir müssen das hier einmal upgraden auf. Oh, ich hoffe, das reicht. Mal gucken. Ja, die Raketen für den Transport werden auch nicht billig. Ja, also gebaut wird später im Fab. Ich mache dann Sub-Assemblies draus. Von allen Einzelteilen. Ah, wir kommen damit noch nicht durch. Ist zu lang insgesamt. Okay, 35 Meter Länge. Okay, dann müssen wir nochmal die Landebahn updaten. Aber gut, wir haben es geldtechnisch gerade recht dick und wir haben noch ein Jahr Zeit, Geld dazu zu verdienen. Und im Moment sind wir in einem Zustand, wo wir uns das Ding hier locker leisten können. So, 282.000, das hält uns sogar über den 5 Millionen. Ja, drei oder vier Raketen, das läppert sich. Ja, definitiv. Vor allen Dingen sind das ja alles Raketen, die etwas nach Duna schießen müssen und es dort in Orbit bringen. Dann kommt noch eine Rakete mit der Besatzung dazu. Also es wird schon ein bisschen was werden. Also wir brauchen uns da keiner Illusion hingeben, dass wir bei dieser Mission unter 2 Millionen wegkommen. Ich denke eher, dass es vielleicht sogar noch ein bisschen teurer wird. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir das Ding noch mal ein bisschen nach oben bringen können. Soweit, wie es halt geht. Kann ich. So. Zack. Okay. Unsere experimentelle Raumstation wird hiermit offiziell gestartet. Sehr schön. Und ich hoffe, dass die relativ leckfrei sein sollte. Nicht nur schön, sondern hoffentlich auch leckfrei. Mal gucken. Der Part-Count ist eigentlich niedrig. Also die 75 Parts, da kommen sogar noch die Dinger hier weg, die Clamps und zwei Docking-Ports. Also eigentlich sollten wir irgendwie so uns um die 70 Teile bewegen. Da steht sie in ihrer ganzen Pracht.
Okay, Beleuchtung sieht auch gar nicht schlecht aus. Da könnte man noch ein bisschen steileren Winkel nehmen, glaube ich. Ein bisschen steiler nach unten drehen die Dinge. So. Okay. So weit, so schlecht. Jetzt kommt natürlich der spannende Part, hier mal alles in Betrieb zu nehmen. Also, Extend All Solar. Es ist natürlich mitten in der Nacht. Das macht es natürlich viel, viel besser. Jetzt bloß nicht die Leertaste drücken. Ne, wir können einfach mal Alt-L machen. Dann kann nichts passieren. So. Solarpaneele sieht auch relativ cool aus. So wie es jetzt ist. Schön. Okay, damit kann man arbeiten, glaube ich. Kann man, glaube ich, mitarbeiten. So, jetzt gucken wir mal, was man hier alles machen kann. Wir können hier ein Home Check Colony Rewards. Scan for Resource Loads. Okay, Check Colony Rewards. Ich habe keine Ahnung, aber das werde ich mir mal durchlesen. Start Recycler. Strom sieht okay aus. Wieso verbraucht der keinen Strom dabei? Öpen. Der ist noch aus, oder? Reaktor offline, okay. Extend Radiator. Cooling ist an. So. Jetzt fahren wir den mal auf 10% Leistung hoch, würde ich sagen. Schwupp. Okay, der macht gerade langsam, wenn ich das richtig sehe. Okay, der braucht jetzt einen Moment. Gut, was haben wir hier Schönes? Wir haben hier Agrikultur. Missing Organics. Organics. Ah, es ist falsch. Okay, vorne muss Agroponics stehen. Das ist schon mal eine erste gute Erkenntnis. Okay. Also, Korrekturdinge. Agroponics. Agroponics vorne. So, jetzt kommt hier Start Purifier. Ne, ist auch falsch eingestellt. Hab kommen, hier ist es richtig. Okay. Geht's euch so? 106 Tage, sagt ihr. Ist gar nicht so viel. So. Starthabitat. 110 Tage. Reaktor müsste klar sein. Ja, sieht gut aus. Er läuft jetzt gerade hoch. Und er bleibt stabil, so wie es aussieht. Jawohl. Okay. Also Stromversorgung über den Reaktor läuft auch. Okay, also das eine HAP ist auch noch falsch eingestellt. Kirby-Tart auf HAP umstellen. Was mich ein bisschen wundert gerade ist, dass die sehr, sehr geringe Habitation-Zeiten haben. Eine Leiter zum Boden. Nee, die sollen ja hier nicht für immer wohnen. Ich hole die gleich wieder rein und werde dann mal die Sachen anpassen, die noch schlecht sind. Aber was mich wundert ist, wir haben gerade tatsächlich nur sehr, sehr, sehr geringe. Sehr geringe Habitation. Das ist ein bisschen wenig, wenn wir die. Auf Duna erhalten wollen. Ach stimmt, die Hitchhiker kann ich noch anschalten. Oh. Da kam das her. Stimmt, stimmt. Ich habe ganz vergessen, dass ich Hitchhiker-Container an den Docking-Ports habe. Zack. Zack. So, was ändert das? Oh. Die Piloten sind schon auf Indefinite und die anderen auf 5 Jahre. Sehr schön.
Okay. Das heißt, wir müssen jetzt aber das Ding hier noch auf jeden Fall umstellen. Das heißt, wir holen jetzt mal den ganzen Schnodder nochmal rein, bevor wir den zweiten Testlauf machen. Denn Agroponics und das eine HAP sind falsch eingestellt. Genau, eine Leiter zum Dunaboden. Wir bauen so viele Leitern untereinander, dass man einfach runterklettern kann und sich dann unten bei, weiß ich nicht, Duna Orbit 1400 oder so, 1400 Meter pro Sekunde einfach stumpf abrollt. Kurzer Landefall, dann geht das schon. Haben wir einen Helm auf. Was kann da schon schief gehen? So, okay. Also, so weit, so schlecht. Das sah aber relativ gut aus, muss ich sagen. Also tatsächlich gar nicht so übel. Na? So, jetzt schauen wir da noch mal rein. An die Ausleger auch noch Lampen. Mal gucken. Also, erstmal holen wir das Ding mal wieder auf eine vernünftige Höhe runter. So. Dann zu diesen Lampen hier. Die werden wir jetzt ein bisschen drehen. Die können ruhig ein bisschen steiler nach unten leuchten. Warte mal, wie kam ich denn jetzt runter? Irgendwie kommt man doch auch nach unten fahren. Ja, Shift gedrückt halten, okay. So. But, Mann. So, du bist eingestellt auf HAP Common, HAP Quarters. Das ist prinzipiell gut. Du bist eingestellt auf Purifier. Soll's so aber sein. Sehr schön. So, und du, Freund Agroponix, bist falsch rum eingestellt. Du sollst vorne Agroponix stehen haben. Ja, da muss man drücken. Agroponix, so. So müssten Schuh draus werden. Die Crew ist noch drin. Okay. Ich glaube, damit können wir einen zweiten Anlauf wagen. Zack. Und los geht's. Zweiter Testlauf. Ich bin ganz zuversichtlich. Ich bin tatsächlich ganz zuversichtlich, dass das hinhaut und wir damit eine ganz gut funktionierende Station haben. Jetzt wird es natürlich nochmal spannend zu gucken, wie viel Habitation wir mit beiden Modulen rausgezogen bekommen für die vier Leute, die zuerst fliegen. Weil für die ist es ja wirklich interessant. Der Rest, der mal übergangsweise dort sein wird, dem können wir dann ja auch noch weitere Module anbauen, beziehungsweise so ein aufblasbares Habitation-Ding. So, einmal Licht. Ah, guck mal, sehr viel besser. Ich glaube, so können wir es echt lassen. Weil die zentralen Bereiche sind alle ganz gut ausgeleuchtet. Vor allen Dingen auch die Docking-Ports sind sehr gut ausgeleuchtet. So. Jetzt starten wir nochmal alles. Also. Die lasse ich jetzt mal drin. A, es ist eh dunkel. Und B, habe ich die Station nicht wieder hochgeschraubt. Aber Freund, Reaktor können wir hochfahren. So, auf. Diesmal machen wir mal einen Testlauf mit 20% Leistung. Extend all Radiators. Und Startreaktor. So, der kann jetzt langsam anfahren. Wir fangen jetzt an, unsere Sachen hochzufahren. Also, Habitation. 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 So. Theoretisch hier dann auch noch Start-Hab-Quarters. Jawohl. Und Start-Hab-Quarters.
Hab kommen. Das müsste eigentlich, das eine gibt Platz und das andere gibt einen höheren Multiplikator. In der Theorie müssten die Sachen sich jetzt alle gegenseitig so ein bisschen ergänzen und uns auf, naja, 6 Jahre, 226 Tage ist doch schon mal eine Ansage. Ich glaube, wir müssen echt noch gucken, dass wir so ein Medical Bay Ding hinbekommen, ne? Das könnte unser erstes Erweiterungsmodul sein. Dass man noch sagt, man macht noch einen Medical Bay hier unten drunter mit einem neuen Verteiler. Dass wir die später wieder gerade ziehen können, die Jungs. Zu ihnen einen Arzt mitschicken. Vielleicht auch sogar schon für den ersten Schwung. Müssen wir uns echt mal überlegen. So, das sieht doch bisher gar nicht schlecht aus. Jetzt kommt der spannende Teil. Agrikultur, Start Agroponics. Jawohl. Okay, das sieht gut aus. Das läuft jetzt. Tatsächlich auch. Das heißt, er kann jetzt mit seinem Fertilizer lecker Happa Happa herstellen. Und hier sind auch Supply Tanks, die leer sind. Das heißt, da kann man Essen hinmachen. So, jetzt kommt der spannende Teil. Wo sitzt denn du? Irgendwo drin, wo du auf. Nach unten auf den Fußboden und vor dir hängt ein Container. Okay, das muss irgendwie. Sitzt der hier drin? Ja, tatsächlich. Okay, jetzt wird's spannend. Also, wir spielen jetzt mal Crew Transfers. Also, da kannst du nicht rein, weil da wahrscheinlich jemand drin sitzt, vermute ich mal. Ja, Bob und Valentina besetzen alle Plätze. Alles klar. Ah, cool, aber dann können wir mal von hier aus. Transfer, okay. Wir müssten im Prinzip überall hinkommen. So, Worst-Case-Szenario ist hier oben rein. Sieht gut aus. Bob sitzt jetzt in der Viewing-Kuppula und das ist auch tatsächlich der Fall. Bob sitzt in der Viewing-Kuppula und wir können uns unsere eigene Landebahn angucken. Juhu! Sehr schön, das ist doch schon mal gut. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, cool. Okay, das heißt, Crew-Transfer funktioniert soweit in dem gesamten Bereich hier und wahrscheinlich könnten wir sogar noch irgendwo bis hier ran, aber da gibt es halt nicht mehr viel zu holen. Sehr schön. Okay, der zentrale Bereich ist also in Ordnung. Haben wir noch irgendwas vergessen? Wir haben eine Antenne drauf. Wir können Forschung betreiben. Wir können Essen herstellen. Wir sind jetzt bei. Also Piloten halten indefinit. Ich habe das mit dem Werkzeug gelesen. Thorsten ist ein guter Punkt. Machen wir gleich noch. Sechs Jahre und ein bisschen. Könntest du nicht noch mehr Experimente mitnehmen? Ja, ich könnte noch mehr Experimente mitnehmen. Ich würde die aber tatsächlich nicht fest verbauen. Die können wir noch auf irgendwelchen Science Vessels immer wieder auch anliefern. Ich werde ja auch immer mehr Experimente bekommen. Und die können wir dann einfach an Schiffen andocken und dann die Experimente machen, ins Labor stopfen und dann mit dem Schiff weiterfliegen oder sowas. Dann erhöhen wir den Part-Count nicht mit den Experimenten noch mehr. Ein paar Basisexperimente haben wir ja. Wobei man natürlich auch wirklich sagen könnte, dass wir die Experimente hier noch rausnehmen, weil das die Argumentkette, die ich gerade aufgebaut habe für andere Experimente gilt eigentlich auch für das da. Ich könnte das Ding einfach den ersten Schwung Experimente einfach an den Space Tug anbauen. Also mit dem ich das Ding zusammenbaue. Ich werde eh ein kleines Raumschiff da haben, mit dem ich hin und her schieben muss. Und die Überlegung wäre dann einfach an dieses kleine Raumschiff die Experimente anzubauen, weil dann kann ich später. Oh, Experimente als Satellit auch eine schöne Idee.
Specialized Parts ist ein Argument. Können wir aber später noch erweitern mit einem weiteren Storage-Modul einfach. Also ja, würde ich jetzt im ersten Schwung aber noch nicht mitnehmen, weil ich glaube, in der Grundkonfiguration sieht es erstmal gar nicht schlecht aus. Und im nächsten Start, nee, ich glaube, es gibt noch eine Sache, glaube ich, die ich jetzt noch mir mal angucken würde. Nämlich so ein Medical Bay, weil ich das so verstanden habe. Dass ich mit einem Medical Bay und einem Medic oder einem Scientist die Homesickness und Habitation wieder zurücksetzen kann oder sowas von den Leuten. So habe ich das zumindest in der Beschreibung verstanden. Das müssen wir uns jetzt gleich nochmal angucken, wie das funktioniert. So, also passt auf. Das Modul nehmen wir noch am Anfang gleich mit, damit wir nicht zu einer Raumstation kommen. So. Kolonisation. Medical Bay. So, wie funktioniert das? Also, das verbraucht Electric Charge und Colony Supplies. Pushes back onboard Kerbals, HAP und Home Timers. Effects only on Kerbals in this part. Effects only Tourists. Ah, okay, die müssen also erstmal Touristen werden, damit man sie dann zurückschubsen kann, wenn ich es richtig verstehe. Das war nicht eingeloggt. When mishaps befall your Kerbals or when Kerbals become homesick, simply transfer them into the medical bay and any scientist on your crew can help them become happy and healthy again. Also Scientist. Wahrscheinlich auch der Medic. Wie heißt es? USI-Wiki. Zack. Ich guck mal kurz. Ich meine nämlich, dass auch der Crew Skill Impacts on Parts. Zack. Medbays können betrieben werden von Scientists und von Medics. Okay, also die haben ein Häkchen. Das passt. Alles ist gut. Also, ein Medic würde dann Sinn machen, weil wir haben extra Leute dafür ausgebildet. Das wäre echt schade, wenn wir es nicht benutzen könnten. Okay, also passt auf. Dann Construction. Dann würden wir noch ein Modul vorbereiten. Hallo? So. So. Nee, halt, falsch. Falsche Stelle. Hier drüben wird gebaut. So. Gut. Und das wäre dann das Medical Bay. Wie viele Leute passen da rein? Vier. Okay. Schwupp. So, und das Medical Bay wiederum braucht einen Logistiktank. Schwupp. Mit Colony Supplies. Ist das? Nee. Das sind Supplies, ne? Colony Supplies, okay. Die wiegen bestimmt auch fast nichts. Colony Supplies. Oh, 7 Tonnen. Hervorragend. Und dann hätte ich nämlich gesagt, können wir einfach so einen Teil da wieder ransetzen. Wo sind die? Colonization. Fast gut. Zack. So.
Ah, wisst ihr was? Das hat mir eigentlich gut gefallen mit dem Abschluss. Obwohl, wir könnten noch so einen Habitation-Abschluss machen. Ja, wir machen Habitation-Abschluss. Mit einer Cupola noch. In die Richtung kann man dann gucken. So. Viewing-Cupola. Wir können noch an verschiedensten Punkten damit echt schön so ein bisschen Dings rausschinden. Ein bisschen Habitation. So. Zack. Warum nicht die große? Weil die große halt hässlich ist. Also, das ist die Nom-O-Matic, gibt mir keine Habitation. Die ist nicht so dolle, finde ich. So, und dann kommen hier. Und hier würde ich jetzt tatsächlich sagen, damit wir später noch erweitern können, weil wir haben jetzt gerade den letzten sinnvollen Port beschlagnahmt, würde ich hier unten auch keine Docking-Ports anbauen, sondern ich würde hier unten tatsächlich vier Construction-Ports verbauen, damit wir später in alle Richtungen die Station noch erweitern können, wenn wir das möchten. Das heißt, hier kommt jetzt einfach nur Docking Ports ran. Zack. Hui. Also Construction Ports meine ich damit natürlich. Damit wir ansetzen können. Ja? Alle mit einverstanden? Ich würde das gleich auch nochmal testen gehen. So, Autostrad. RWS-Part, jawohl. So. So, dann hätten wir hier nämlich jetzt die medizinische Versorgung noch mit dran. Licht über den Docking-Ports. Was sagt der Partcount? Der Partcount sagt 85. Ah, der Partcount sagt, er ist ein Arsch. Ich glaube, die zwei Lampen können wir uns tatsächlich noch gönnen. Ich würde die aber eher. Ja, ich denke an das Werkzeug. Noch bin ich aber in der Medizinabteilung unterwegs. So. Ne, nicht an die Dockings direkt. Sondern ich würde. Hier, zack, X und den da. Ich würde tendenziell, glaube ich, sagen, ich mache so. Zack. Und die dann im flachen Winkel angestellt, damit wir nochmal aus der anderen Richtung beleuchten. Winter verfolgt den Chat. Man merkt, es geht auf Weihnachten zu. Macht euch nicht zu viel Hoffnung. Ich denke mal, wenn wir das so tun. Ich habe heute einfach durch das Bauen natürlich auch viel Zeit, auf den Chat zu gucken. Es passiert ja nicht so viel Spannendes. So, die Überlegung wäre dann so, dass wir hier nochmal eine Beleuchtung aus der anderen Richtung bekommen. Wenn wir hier später erweitern, können wir immer noch Licht anbauen. So haben wir die Station aus beiden Richtungen beleuchtet. Denke, das wird passen. So. Kicker, freut mich, dass es sich lohnt und danke für 3 Monate Abo in Folge. Viel Spaß weiterhin beim Zugucken und vielen lieben Dank. Das ist doch ein schöner dritter Advent. Das ist, glaube ich, schon das dritte Abo heute, oder? Ja, das dritte. Zum dritten Advent 3 Subscribes. Das ist doch schön. Dankeschön. So, ich glaube. So kann man das erstmal lassen. Ich würde das jetzt auch gar nicht zum Testen nochmal rausgeben.
Okay, wenn wir alles anschmeißen, haben wir echt lange Habitation. Ich gucke jetzt nochmal die ganzen Tanks durch und dann mache ich das Werkzeug rein. Keine Sorge, Thorsten, ich habe dich nicht vergessen. Also, hier können wir lange Mulch speichern. Hier können wir Monopropellant reinspeichern, wenn Raketen was abliefern. Hier können wir Liquid Fuel und Oxidizer reinspeichern, wenn Raketen was abliefern. Hier kann man nix. Ist halt einfach da. Und Forschungslab 1 reicht ja. Wir können nach und nach die Forschung machen. Wir können die Experimente ja aufheben. Ach, apropos Experimente aufheben. Wir haben gar keine Kapsel. Warte. Ein durchaus valider Einwand, Windsailer. Zack. Wir bauen uns noch eine Experiment Storage Unit an.